Nehmt eure Kekse aus der Dose, denn Flauschi ist wieder da. Hallo! Und heute haben wir was sehr, sehr Wichtiges vor, denn wir müssen heute unser Haus fertig kriegen. Unser richtig krasses Haus. Und ihr seht, jetzt gerade ist niemand online, das heißt, ich bin ganz alleine. Das heißt, wir haben richtig, richtig viel Zeit, die wir hier jetzt einfach verbringen können. Und das... Warte mal, ich bin jetzt gerade draufgekommen, erstmal meine Tür zu machen. Geschenk von Stani. Gut auf gute Nachbarschaft. Okay, warte, ich höre unser Schaf auf jeden Fall noch. Man, das ist auf jeden Fall noch da. Sehr gut. Dann gucken wir doch erstmal, was hier in dieser Kiste drin ist. Um sicher zu gehen, dass hier kein TNT drunter ist, brauche ich erstmal eine Spitzhacke, eine Axt. So viel dazu. Moment. So, Eisen ist aus meiner Geheimkiste geholt. Dann werden wir uns einmal eine Axt machen. Dann gucken wir mal, dass da drunter kein TNT ist oder so. Ich würde es den Leuten hier zutrauen manchmal. Okay, hier ist nichts drunter. Dann gucken wir doch mal in die Kiste rein. 7-mal Brot, das ist doch nett von Stani. Sehr cool, dann werden wir auf jeden Fall was zurückschenken. Aber da gucken wir dann gleich mal. Dann gucken wir einmal nach unseren Pilzen, ob die gewachsen sind. Nein, noch nicht, okay. Warte, war da irgendwie eine Fackel oder so drin? Nee. Okay, dann machen wir das wieder zu und da warten wir auf jeden Fall noch. Und heute ist es unsere Aufgabe, Moment, ich zeig's euch, hier oben unser Dach fertig zu bauen. Hat sich hier jemand hochgebaut? Ich baue mich hier doch nie mit, hier Cobblestone hoch. Aber hier muss auf jeden Fall unser Dach hochgebaut werden, noch fertig. Deswegen, darum kümmern wir uns heute. Upsi, ich bin runtergefallen. Und dann werden wir Stani auch ein Geschenk zurückmachen. Da können wir uns das dann noch überlegen, was wir da machen. Aber wir bewahren auf jeden Fall das Schild und die Kiste auf. Und wir nehmen wahrscheinlich noch hier einmal eine rosane Farbe mit, dass wir das dann auch einfärben können in der Farbe, die wir brauchen. Dann werden wir hier einmal unser Essen abernten. Wir kennen das. Und dann gucken wir mal, was wir heute als erstes zu tun haben. Und ehrlicherweise habe ich gar nicht so Lust, groß Holzfarmen zu gehen. Deswegen gucken wir einmal, ob Max was hat an Holz schon in seinen Kisten unten drinne. Das kriegt er natürlich wieder zurück, Leute. Keine Angst. Aber ich bin jetzt gerade einfach ein bisschen zu faul und ich habe keine Lust zu farmen. Leute, ich möchte die Zeit lieber nützlicher nutzen, wollte ich gerade sagen. Aber genau als ich weggucke, wächst diese doofe Melone in die falsche Richtung. Du sollst nach da wachsen, nicht nach hier aufs Feld. Naja, auf jeden Fall gucken wir gleich mal, ob Max Holz hat. Und wenn nicht, dann müssen wir halt doch farmen. Deswegen gehen wir jetzt einmal kurz gucken. Max, sein Haus ist ja hier hinten. Also wenn man sich jetzt hier orientiert, geht's genau hier runter. Deswegen gehen wir einmal hier so. Wir brauchen keine Angst haben. Er hat auch Brot bekommen. Oha, ich habe sogar eins mehr bekommen. Hier hat er... Oha, der hat ja übel viel Eisen. Oha, das ist krass. Okay, die Kiste ist schon mal leer. Und hier ist nur Weizen. Ich glaube, Max hat kein Holz. Hier ist Cobblestone gebaut. Ist hier vielleicht eine geheime Kiste oder so. Hier ist Eisen auf jeden Fall. Das nehmen wir einmal mit. Das ist ganz praktisch. Aber hier ist auch keine geheime Kiste oder so. Dann bauen wir das mal wieder zu. Dann hat Max leider kein Holz, kein rosanes Holz. Und sonst wird auch kein anderer rosanes Holz haben, weil das sind ja eigentlich nur wir, die hier wohnen. Und jetzt ist es Nacht, jetzt würde ich einmal kurz die Nacht durchschlafen und dann gehe ich mal ein bisschen Holz farmen. Und ich habe gerade gesehen, dass unsere Kakaobohnen auch schon fertig gewachsen sind. Das heißt, wir können gleich unseren ersten Kekse backen. So, die Nacht ist durchgeschlafen, sehr, sehr gut. Und dann werden wir jetzt einmal Kekse backen. Das ist das Erste, was wir machen. Oder können wir schon Kekse backen? Ich will erstmal hier fertig anpflanzen. Gucken wir mal, wie viel wir bekommen haben. 18 Stück. Das sollte aber reichen, um den ein oder anderen Keks zu machen. Vielleicht schenken wir Stani auch einfach ein paar Kekse, Leute. Meine Kekse sind ja echt die besten. Wir haben 48 Kekse bekommen. Richtig krass. Okay, dann machen wir als erstes mal das Geschenk für Stani ready. Das heißt, wir gehen einmal nach hier oben. Hey, du Zombie, weg mit dir. Das heißt, wir gehen jetzt einmal zu Stani nach oben auf den Berg. Da können wir hier mit dem Wasser einfach hochschwimmen. Und dann machen wir ihm die Kiste mit den Keksen dahin. So, ganz fix einmal nach hier oben. Und da rein kommt jetzt die Kiste. Oha, Stani hat sogar einen Hundi. Hallo Hundi von Stani, was ist dein Name? Willst du das Fleisch haben? Bitteschön. So, dann kommt hier jetzt Kiste. Hier kommen jetzt die Kekse rein. Dann mache ich hier noch eine Melone. Zwei Melonen. Und was können wir noch reinmachen? Noch hier so ein Streifen Holz einfach. Er wird sich auch denken, hä, warum stellt die das so auf? Von Flauschi, danke für dein Geschenk. Und noch ein Smiley dahinter. Dann färben wir das Ganze jetzt noch pink.
sehr gut. Ach, hier steht der Name König Wolfi der Erste, okay. Wir gucken einmal kurz, Stanis. Der hat hier einfach so Dias drin. Wow. Die nehme ich jetzt aber mal nicht raus. Ich möchte mich hier nicht mit Stani anlegen. Er ist unser netter Nachbar. Und von hier oben seht ihr auch schon mein Haus. Da muss auf jeden Fall das Dach heute fertig gebaut werden. Und an das werden wir uns jetzt machen. Denn wir werden jetzt anfangen, Holz zu farmen. Und sobald wir genug Holz haben, sage ich euch Bescheid. Dann zeige ich euch, wie ich das Ganze immer mache. So, Leute, wir haben uns fast 3 Stacks Holz gefarmt. Moment, ich lege das mal hier so aus. Hier mein Inventar, die unteren Zeilen sind alles, was ich habe. Hier wird sich jetzt das ganze Laub abbauen, hoffentlich. Ich hoffe, ich habe alles erwischt hier drin. Aha, da hat sich was reingeschlichen, Leute. Aber jetzt sollte sich das langsam auflösen und wir machen uns ans Dach. Ich pflanze die Bäume natürlich alle wieder an, weil wir müssen das Gebiet hier ja auch so ein bisschen schützen. So, dann gehen wir jetzt einmal hier nach oben und bauen hier einmal das Dach fertig. Denn wir brauchen hier zum einen richtig viele Treppen. Deswegen mache ich jetzt erstmal viele Treppen. Aber wir brauchen auch viele Holzblöcke. So, wir brauchen jetzt hier einmal alles auf. Machen wir auch noch ein paar Blöcke. Achso, ich kann einfach alle machen. Und aber von diesen normalen brauche ich auch auf jeden Fall was. Hier müssen wir nämlich die Mitte markieren. Und dann noch ein paar andere Sachen. Damit das Ganze hier dann auch im Endeffekt schön aussieht, Leute. So, hier kommen noch so Zwischenbalken rein. Und dann wird das richtig super aussehen. Ich würde sagen, ich fange jetzt hier einmal kurz an, das zu bauen, was ich schon angefangen habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Dach halb fertig ist, Leute, würde ich sagen. Oh, das kann jetzt so ein bisschen dauern, weil ich verbaue mich oft. Also ich mache das eigentlich immer so, dass ich hier Treppe, dann kommt hier erst ein ganzer Block und auf den ganzen Block kommt hier dann nochmal eine Treppe. Das Ganze sieht dann so ein bisschen schöner aus, weil es ein bisschen höher geht. Und ich weiß, dass viele das nicht mögen, aber ich mag das richtig gerne. Das sieht richtig gut immer aus. Und dann gehe ich immer weiter nach außen pro Etage. Oh, das war jetzt falsch. Dann sieht das Ganze nochmal besser aus. Das sieht so ein bisschen mittelalterlich aus, aber ich mag das richtig gerne. Und weil ich mir jetzt hier mit diesen Balken die Mitte markiert habe, weiß ich auch genau, wie hoch ich bauen muss. Wir sind einfach fast auf der Höhe von Stanis Haus dort vorne. Mit unserem Haus, mit unserem Dach. Das ist auf jeden Fall krass. Ich zeige euch das Ganze, wenn das Dach fertig ist. Und dann machen wir uns noch zusammen an die Einrichtung. Das wird auch nochmal richtig cool werden, Leute. Also ich mache jetzt erst die erste Seite fertig. Und dann auch noch die zweite Seite. Och Mann, Leute, jetzt ist mein Holz leer. Aber das ist nicht so schlimm, wir gehen uns einfach noch ein bisschen Neues farmen. Ich brauche nicht mehr so viel, deswegen sollte das kein Problem werden. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich fertig gefarmt habe. So, genug Holz müsste jetzt gefarmt sein. Das heißt, wir gehen nach oben und können jetzt endlich unser Dach fertig bauen. Und nach dem Dach kommt auf jeden Fall noch die Einrichtung. Also bleibt bis zum Ende dran, wenn ihr sehen wollt, wie mein fertiges Haus aussieht. Und jetzt beeile ich mich und mache ganz schnell weiter, denn meine Zeit ist schon halb vorbei. Ja, 30 Minuten haben wir noch. Deswegen müssen wir uns jetzt echt ein bisschen beeilen. Let's go. So, Leute, das sind die letzten Blöcke vom Dach gewesen. Jetzt machen wir hier noch... Moment. Wir machen das Ganze hier so an den Enden. Wir machen hier einmal eine Stufe hin. Und an die Stufe dann so eine andere Stufe. Och Mann, Leute, ich bin echt schlecht im Erklären. Also hier eine Treppe und dann eine Stufe. So machen wir das. Und dann springen wir hier einmal runter, solange hier unten noch das Wasser ist. Und jetzt kümmern wir um die Dachgaube, nennt man das so, Gaube oder so. Auf jeden Fall schlafen wir jetzt erstmal, bevor wir das machen. Aber das im Dach halt eben, dass das ein bisschen schöner aussieht und dass da noch Wände reinkommen. Deswegen einmal die Nacht durchschlafen und dann kümmern wir uns um den Rest. Ich bin sehr gehypt, wie das am Ende aussehen wird. Und ich bin gespannt, was die anderen dazu sagen, weil ich bin, glaube ich, die Erste, die so ein richtig krasses Haus jetzt hat. Deswegen einmal hier ganz schnell fertig bauen. Und dann kümmern wir uns noch um die Inneneinrichtung. So, hier auch noch die Flächen ausfüllen. So, einmal hier ganz ordentlich. Und hier oben muss das Ganze auch noch ausgefüllt werden. Da baue ich mich jetzt mal mit normalem Holz hoch. Und fülle das dann mit dem rosanen Holz wieder auf. Ich bin auf jeden Fall gleich gespannt, wie das von außen aussehen wird. Wir werden es gleich auf jeden Fall das erste Mal sehen. Und ich glaube, diese Wand hier brauchen wir dann nicht. Oh, Entschuldigung, Leute, ich hatte die Kamera die ganze Zeit groß. Aber es ist nicht so schlimm, ihr habt nicht so viel verpasst. Ich habe einfach nur diese Flächen hier oben ausgefüllt und hier das noch ausgefüllt.
Dann stopfen wir hier noch die Löcher. Und dann kümmern wir uns auch noch um hier oben. Baue mich hier mit normalem Holz hoch und fülle das dann mit rosanem auf. Genauso wie da drüben. Gut, dass ich es zweimal machen muss, Leute. So kann ich es euch dann wenigstens einmal zeigen. Och, Mann, ey. Und dann bauen wir das Ganze jetzt ab. Jetzt fehlen nur noch Glasscheiben hier drinne. Und dann haben wir das auch erledigt, Leute. Sehr, sehr cool. Und damit ist unser Haus eigentlich so vom Grundkonstrukt aus fertig. Jetzt fehlt wirklich nur noch die Inneneinrichtung und die Raumaufteilung. Ich glaube, hier ganz oben machen wir gar nicht so groß viel rein. Ich glaube, hier kommt einfach nur so ein Zaubertisch oder sowas irgendwann dann hin. Wenn wir den denn noch haben, wenn wir hier sind. Jetzt bauen wir hier diese Treppe noch ab. Und dann haben wir es geschafft, Leute. Unser Haus ist wirklich fertig geworden. Ich kann es kaum glauben, Leute. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr mein Haus findet. Also ich finde es richtig, richtig schön. Wir gucken jetzt uns das Ganze einmal von dem Berg oben an. Also wir gehen nochmal zu Stani. Wir gucken jetzt nicht zurück. Wir gehen jetzt auf Stanis Berg und gucken, wie es von oben aussieht. Da bin ich nämlich am meisten gespannt drauf. So, wir gucken noch nicht zurück. Wir gehen hier einmal nach oben. Achtung, ich drehe mich gleich um, Leute. In 3, 2, 1 und wo? Oh, warte mal, da stimmt irgendwas nicht. Warte, Hilfe, ich bin im Schnee gefangen. Da rechts stimmt irgendwas nicht, oder? Da fehlt ein Block, Leute. Och man, da muss ich mich nochmal hochbauen. Aber ansonsten, das Dach ist halt sehr, sehr groß. Das ist, glaube ich, viel zu hoch, Leute. Aber ist mir jetzt egal. Ich baue da gar nichts mehr um. Ich mache da nur rechts diesen einen Block noch hin. Und dann haben wir das Haus fertig. Ich würde es gerne mal noch von dem anderen Berg gleich aus angucken. Um da die Seite zu sehen. Aber erstmal baue ich mich da hoch und fix den einen Block, der hier falsch platziert wurde von mir. Muss mich jetzt einmal hochbauen. Moment, Leute, ich erledige das einmal kurz und dann sehen wir uns gleich auf dem anderen Berg drüben. So, Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum anderen Berg. Wir drehen uns noch nicht groß um, damit wir das Ganze nicht sehen. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall das Ganze gefixt, was falsch war. Und von hier sieht es richtig, richtig gut aus. Das muss ich ehrlich sagen, Leute. Von hier aus sieht das sehr, sehr gut aus. Von hier aus spielt das auch alles mit, hier mit den verschiedenen Blöcken, also mit dem normalen Holz, also mit den Holzstämmen und den Holzplanken. Ich glaube, wir müssen einfach übers Dach die nächsten Tage noch so ein paar Laubsachen drüberlegen. Ein bisschen Kirschlaub, damit das Ganze einfach ein bisschen schöner und bewachsener aussieht und nicht einfach so eine rosane Fläche ist. Vielleicht machen wir das heute noch, aber ich würde mich jetzt erstmal um die Inneneinrichtung noch kümmern. Denn das ist noch ein wichtiger Bestandteil des Hauses, ist ja klar, Leute. Dafür brauche ich jetzt aber mal wieder ein bisschen mehr Holz. Das heißt, ich fahre jetzt erstmal noch ein bisschen Holz, damit wir Räume ziehen können oben. Und dann räumen wir zusammen das ganze Haus ein. So, Leute, oben haben wir jetzt auch schon die Raumaufteilung gemacht. Ich habe einen Babyzombie gehört, aber egal. Hier ist jetzt ein Raumteiler drin und hier kommt mein Schlafzimmer rein. Hier seht ihr auch schon mein Bett. Ich habe immer noch den Babyzombie, aber egal. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall noch einige Sachen reinstellen. Ich höre den immer noch, Leute. Ist der hier unten drin? Hallo? Meine Pilze wachsen leider auch nicht. Egal. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt um die Inneneinrichtung kümmern. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar Treppen hier. Dann brauchen wir ein paar Zäune. So, und ein paar Druckplatten, Leute. Und auch ein paar Stufen. Sehr gut, das machen wir jetzt alles einmal in unser Inventar hier unten rein. Und dann gucken wir mal, was wir hier einrichten können. Ich würde sagen, hier vors Fenster kommt ein Tisch. So, sehr schön. Und dann müssen wir eigentlich nur noch oben uns um die Sachen kümmern. So, hier ist nämlich dann ein Tisch und ein Stühlchen noch davor. Hier brauchen wir noch Schilder. Das kriegen wir auch noch zusammen, Leute. So, 3 Schilder. Oh Gott, einmal nach hier oben. Die Treppe müssen wir auf jeden Fall auch noch schöner machen. Dann kommt hier Schilder und eine Tür kommt hier noch dran, damit das so quasi nach oben steht. Dann müssen wir uns hier einmal noch ums Schlafzimmer kümmern. Hier kommt auch einmal so ein kleines Tischchen hin. Hier kommt dann, was machen wir hier? Auch einfach so ein Stuhl, aber nur mit Schildern, ohne eine Tür. Brauchen noch mehr Schilder, Leute. Dann können wir auch noch was mit Falltüren machen, das habe ich ganz vergessen. Daraus könnten wir auch Tischchen machen, das können wir gleich auf jeden Fall auch noch machen. Für draußen vielleicht brauchen wir hier erstmal noch ein Schild, sehr gut. Dann für draußen können wir hier so, dann machen wir hier so eins und so. Ah, oh Gott, hab ich mich erschrocken, das war
Oh mein Gott, ich habe richtig einen großen Schrecken bekommen. Da muss ich auf jeden Fall ausleuchten da oben. Moment, das mache ich einmal kurz. Jetzt weiß ich auch, wo das Geräusch herkam. Oh, junge Leute. Hab ich mich erschrocken, dass der hier runtergesprungen ist. So, Moment, Leute. Hier einmal ausleuchten. Oh Gott, das müsste reichen. Ich habe den Schreck des Jahrhunderts bekommen, Leute. Och Mann, hey. Das war ja richtig schlimm. So, dann gucken wir mal, wie viel Zeit wir noch haben. 17 Minuten. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Da würde ich sagen, machen wir hier nochmal ein Tischchen hin. Leute, mir macht so Einrichtungszeug einfach so viel Spaß. Und es ist auch echt richtig cool. Dann kommt hier noch ein Tischchen hin. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einfach auch noch ein Tischchen hin, einfach weil ich es kann, Leute. Und ich würde sagen, damit ist jetzt erstmal unsere Einrichtung vollendet. Machen hier jetzt noch ein paar Laternen rein, damit hier auch gut alles ausgeleuchtet ist. Hier könnten wir jetzt noch einen Zaun ziehen, aber finde ich jetzt nicht so schön, Leute. Vielleicht mache ich das so, aber mehr können wir hier, glaube ich, nicht machen. Wir haben leider auch nicht genug... Ah, warte, wir können doch Wolle hier von unserem Schaf abzwacken. Das schauen wir mal. Und dann machen wir auch noch ein paar Kekse, Leute. Kekse sind nämlich wichtig. Wir behalten unser ganzes Essen jetzt einmal im Inventar, würde ich sagen. Dann wollten wir einmal eine Schere machen. So, warte, Eisen habe ich hier gerade weggelegt. Damit wir hier von unserem Schaf einmal... So, bitte einmal deine Wolle haben. Und wir brauchen auch immer noch ein zweites Schaf. Das Schaf nämlich hier oben, das hier, ist einfach mal so aufgetaucht und war halt dann plötzlich da. Aber jetzt machen wir hier noch den Kakao. Also wenn wir ein zweites Schaf haben, ist das echt der Jackpot, weil dann können wir ja unendlich Essen haben, Leute. Das wäre richtig, richtig krass. Jetzt machen wir noch die letzten Kekse. Die bringen wir auf jeden Fall demnächst dann auch Candy vorbei. Und dann können wir hier sogar auch noch einen Teppich legen. Richtig, richtig gut. Da können wir den nicht sogar hier, ja. Wir legen den sogar direkt an die Tür. Und dann können wir sogar oben noch ans Bett welche legen. So, sehr, sehr gut. Dann sieht das Ganze schon mal ein bisschen wohnlicher aus hier drin, ne? Mit Essen sind wir jetzt auch genug versorgt. Habe ich die Kakaobohnen wieder neu angepflanzt? Nee, noch nicht. Gut, dass ich dran gedacht habe. Und dann würde ich sagen, Leute, wir haben unser Haus heute fertig gebaut. Wenn euch das Haus gefällt, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn euch das Video allgemein gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, Leute. Denn ich bin auf dem Weg zu den 100.000 Abonnenten, Leute. Checkt mich auch auf Instagram und auf TikTok aus, da heiße ich flauschi_yt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Leute. Tschüss!